Oederan ist seit dem 8. November um ein Schmuckstück reicher. In der Frankenberger Straße wurde im Zeitraum von 10 Monaten das historische Gutenberghaus aus dem 18. Jahrhundert umgebaut zum Jugendhaus. Darüber hinaus erhielt das Jugendhaus einen modernen Anbau für gemeinsame Veranstaltungen, unter anderem für das Schwarzlichttheater. In diesem Raum erfolgte auch die offizielle Einweihungsfeier und Bürgermeister Steffen Schneider dankte dem Planer Jörg Kunze und den 20 Firmen für die schnelle und gute Arbeit. Er wünschte sich von den Jugendlichen, dass das Kleinod lange so erhalten bleibt. Das Jugendhaus ist zugleich eine Erfolgsgeschichte für den Ab-in-die-Mitte-Wettbewerb. Dr. Eddie Donat, Projektleiter des Organisationsbüros Ab in die Mitte, überreichte dem Bürgermeister den Preis für den Wettbewerbsbeitrag Jugendhaus, an dem immerhin 10.000 Euro gebunden waren. Zum Einzug wurden durch Bürgermeister und Ehrenbürger Dieter Richter Geschenke an die Leiterin des Jugendhauses, Frau Iris Eckert, überreicht. Wir fragten sie nach den Angeboten für die Kinder und Jugendlichen im neuen Jugendhaus. Das wird sich mit der Jugend entscheiden, was die Jugend auch gerne wünscht. Wir werden hier verschiedene Projekte anbieten, auch mit Vereinen des Ortes gekoppelt, dass man sagen, es kommen meinetwegen Zumba-Veranstaltungen her oder Kickboxen her oder auch immer Vereine, die zeigen wollen, was machen wir denn alles. Das haben wir eigentlich so geplant und ansonsten wird es so getan, was die Jugend sich wünscht, was wir ermöglichen können, die Projekte werden hier gestaltet. Ansonsten ist ja eine freie, offene Jugendarbeit. Die Kids können kommen, die können hier spielen, die können die Rechner nutzen, Billard, Kicker, Dart, Hausaufgaben machen, quatschen und einfach Spaß haben. Es soll ihr neues Domizil werden. Planer Jörg Kunze erinnerte sich an seine Jugendzeit bei der Projektgestaltung und bezog die Jugendlichen bei der Farbgestaltung der Schülerschenke mit ein. Ja, zumindest, dass wir einen Billardtisch mit vorsehen mussten, dass wir eine Holzbalkendecke dafür ausrüsten mussten, war es schon mal interessant, das also auch speziell für die Jugend. Das hat man sonst so nie die Anforderung. Obwohl ein früher Winter die Bauarbeiten etwas behinderte, war Firmenchef Kurt Schönherr mit dem Bauverlauf zufrieden. Meiner Ansicht nach, unser Hobby ist sowieso Sanierung und Reko. Wir haben im innerstädtischen Bereich, genauso wie das Gebäude ist, erstmal die Entkernung, die Sicherungsmaßnahmen komplett durchgeführt. Es begann im Februar, das war für uns eine günstige Zeit. Da ist ja im Baugewerbe ist da nicht viel los. Und es macht immer wieder Spaß, im Auftrag der Stadt oder der Kommunen tätig zu werden. Und Probleme gab es insgesamt nicht, außerdem, das war witterungsbedingt, einiges möglich. Und der Neubau ging zu einem späteren Zeitpunkt los. Aber diejenigen, die uns kennen als Firma, die wissen, dass wir die Zeit dann wieder rausholen. Und sie war so hier, dass wir auch planmäßig übergehen konnten. Stadträte und Gäste fühlten sich auf der Couch wohl und waren von der Innenausstattung angetan. Computerraum, Billardtisch, Schülerschenke, hinterm Tresen bedienen Sonnhild Heidenreich und Stefanie Fischer von der 10. Klasse. Und wie finden Sie denn das neue Jugendhaus? Ich finde es schön. Ja. Du findest schön? Ja. Es entspricht dein Geschmack? Ja. Das meiste. Man muss nicht immer alles essen, aber es ist sehr schön. Es gibt eine große Auswahl. Also das Haus ist wunderbar. Also ich bin froh, dass wir das bekommen haben. Was willst du hier dann nützen? Hauptsächlich die Schülerschenke, manchmal vielleicht auch die Freizeitoase. In den Jugendclub werde ich wahrscheinlich nicht gehen, weil ich nicht so viel Freizeit habe. Aber so, und bist du auch dann mal Gast oder bist du immer hinter dem Tresen? Nein, eigentlich immer hinter dem Tresen, aber sonst auch mal die Freizeitoase nutzen. Den I-Punkt setzen 2014 kubanische und deutsche Künstler, indem sie den Anbau von außen künstlerisch gestalten.